They're actually 19. In diesem Video aus dem Jahr 2015 erklärt der Ex-Mythbuster-Host Grant Imahara, aus welchen Zutaten Pommes bei McDonald's gemacht wird. Die Liste der Zutaten umfasst stolze 19 Komponenten. Wie kann das sein? Schauen wir uns die Liste einmal genauer an. Da wären zuerst einmal Kartoffeln. Gut. Darauf folgend kommen die 8 Komponenten des Öls, in dem die Pommes frittiert werden. Darunter ist eine Art Ölfrischhalter und ein Stoff, der verhindert, dass das Öl spritzt. Dazu kommen einige Zutaten, die den McDonald's Pommes ihren unverwechselbaren Geschmack geben. Zutat Nummer 10 ist ein Zucker, der für die klassische goldene Farbe der Pommes sorgt. Zutat Nummer 11 hilft, dass die Pommes nicht grau anlaufen. Ohne den Zusatzstoff würden die Pommes nach dem Einfrieren beim Zulieferer einen angenehmen Grauton annehmen. Dazu kommt Salz. Die übrigen Zutaten sind wiederum das Öl, in dem die Pommes im Restaurant nochmal frittiert werden. TBHQ ist ein weiterer Frischhalter für das Öl. Witzigerweise sind die Pommes so nicht einmal vegan, weil der Natural Beef Flavor auf der Basis von Milch entsteht. Was? Vielleicht schmecken die French Fries in den Staaten so besser als in Deutschland. Hier haben die Pommes nur 6 Zutaten. Warum aber der Blick ins Detail auf die Zutaten von McDonald's Pommes? Dass McDonald's nicht gesund ist, weiß doch jeder, oder? Das Video mit Imahara aus dem Jahr 2015 stammt von McDonald's selbst. Die Firma hat lange versucht, sich eines neuen Bedarfes nach gesünderen Produkten anzupassen. In ihrem Verlangen, sich gesünder zu ernähren, schauen viele Menschen auch genauer auf die Zutaten ihres Essens als früher. Diese potenziellen Kunden wollte McDonald's lange für sich gewinnen. Zu den Bemühungen gehörte ein gesünderes Rezept für Chicken McNuggets und, naja, quasi schon penetrante Transparenz bezüglich der Zutaten, bis zu dem Punkt, an dem man in einer Kampagne alle einzeln vorgestellt bekam. Zu der Kampagne gehörte auch ein Versuch, die Leute zu überzeugen, im McRib sei echtes Fleisch. Have you ever seen this much meat before? There's no bones, no bones, no gristle. Ach, und natürlich wäre da auch der Besuch bei einer Chicken McNuggets Produktionsstätte. Die Nuggets werden nämlich gar nicht aus rosa Pampe gemacht, no, sondern aus weißer Pampe. Gut erklärt von einem Principal Meat Scientist. Wie viele Firmen hat McDonald's erkannt, dass Menschen heute bewusstere Entscheidungen bezüglich ihrer Ernährung treffen wollen. Die Strategie, um diese Konsumenten für sich zu gewinnen, basierte jedoch, wie die besagter anderer Firmen auch, vor allem auf Schall und Rauch. Anstatt Produkte gesünder zu machen, wurde eine irreführende Marketingmasche nach der anderen erfunden. Man kennt es aus Supermärkten. Enthält wichtige Vitamine, ohne Fett, mit echten Früchten, all natural, enthält so und so viel Prozent Getreide. Keine dieser Aussagen macht Cornflakes, Softdrinks oder Kekse wirklich gesünder. Sie alle erwecken den trügerischen Anschein, industriell verarbeitete Produkte mit ordentlich Zuckerzusatz wären irgendwie gesund. Ähnlich bei McDonald's. Das Rot im Logo wurde durch ein volles, dunkles Grün ersetzt und die Menüs wurden um Wraps, Salate und allerlei andere Produkte ergänzt. Aber sogar die Äpfel im Happy Meal ändern nichts daran, dass ein einzelner Big Mac schon 40% des Tagesbedarfs an Salz deckt. Ob Zuckerbombe mit 80% Getreide oder ein Logo-Do-Over, der Ansatz ist ganz schwierig. Es wird zwar erkannt, dass einige Menschen sich gesund ernähren wollen, aber anstatt ihnen gesünderes Essen zu servieren, wird ihnen lediglich vorgespielt, sie würden gute Entscheidungen treffen. Today, the only thing he'll be sharing is a good lunch that makes us both happy. I'm fat. Gerade bei McDonald's hat diese Strategie auch überhaupt nicht funktioniert. Und das macht Sinn. Man geht nicht zu McDonald's, um sich gesund zu ernähren. Vor allem auch in Deutschland brach in den letzten Jahren die Kundschaft ein und eine Erkenntnis folgte. Die ehemalige Kundschaft ist nicht in Salad Bars abgewandert, sondern zu Burger King und anderen Konkurrenten. Jetzt kommt der Neustart. Lieferservice, moderne Restaurants und bessere Qualität der Produkte. Es wird zum Beispiel mit frischem Fleisch experimentiert, anstatt mit tiefgefrorenen Buletten. Prozesse werden umweltschonender gemacht und der Anbau vieler Zutaten wird nachhaltiger gestaltet. Man versucht also nicht mehr so zu tun, als würde man Gesundes verkaufen, sondern konzentriert sich darauf, dass das ungesunde Essen lokal und nachhaltig produziert wird. Das wirkt auf uns zumindest weitaus weniger heuchlerisch. A good lunch that makes us both happy.
nachhaltige regionale Zutaten zu verwenden, ist ein Anfang und das Essen mit weniger Chemikalien und Additiven zu bombardieren, ist allgemein wünschenswert. Essen kann auf die eine oder andere Art schlecht für den Körper sein. Pommes sollten keine 19 Zutaten haben. Gerade wenn eine davon auch als Gleitbeschichtung bei Kondomen verwendet wird. Und selbst eine Pommes mit nur 3 Zutaten sollte wohl die Ausnahme bleiben. Aber wer zu McDonald's geht, will ja auch gerade gar nicht über Nährwerte nachdenken. Cheers. Yo, wir hoffen, euch hat dieser Ausflug in die skurrile Welt des McDonald's-Marketing gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen da und schreibt uns wie immer in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt.